ist hier. Ich spüre es. Die Klinge will gefüttert werden, damit ihre Schneide scharf bleibt. Mörder. Was sorgst du dich um diese wertlosen Kreaturen? Sie sind nichts. Schwach, schon vom Augenblick ihrer Geburt an, gieren sie nach Macht, die ihrer Art nicht zusteht, und zerfleischen sich dabei letztlich selbst. Wie Schafe, die sich im Dreck zusammenscharen und jene zerstampfen, die mit einem goldenen Vlies gesegnet wurden. Nur um ihre eigene kümmerliche Existenz ertragen zu können. Vorurteile und Hetzerei, Zerwürfnis und Konflikte, alles Schlechte dieser Welt entspringt der Bosheit des menschlichen Herzens. Bosheit geboren aus dem Schmerz und dem Leid des freien Willens. Er ist es, der euch von eurem ersten bis zu eurem letzten Atemzug zerfrisst. Du irrst. Er zerfrisst mich nicht. Er macht mich aus. Jede Entscheidung, selbst eine falsche, treibt mich erst voran. Also laufe ich weiter. Nicht als Marionette. Als ein Mensch. Was bist du? Auch ich habe einst in solch einfachen Strukturen gedacht. Was? Vor langer Zeit schenkte Gott der Menschheit die Gabe der Magie. Und mit dieser Gabe schuf sie herrliche Zivilisationen. Doch mit der Zeit verlor die Gabe Gottes ihre Bedeutung. Die Ära des Gemeinsinns wandelte sich zur Ära der Habgier. Für Schwerter und Flammen wandte der Mensch sich vom Schöpfer ab und beschwor durch sein Tun die Fäule herauf. Dennoch behielten einige wenige weiterhin den Blick auf den Himmel gerichtet. Und sie beteten zu Gott, dass er sie zurück zum Pfad des Rechts führe. Der Herr erhörte sie und antwortete: Den Würdigen werden sich die Tore des Paradieses öffnen. Also streckte ich meine Arme weit aus und ließ meine Seele in die Wogen des Äthers gleiten. Ich gab mich dem Schöpfer hin. Er nahm mein Opfer an und sprach zu mir: Nur wenn ihr Sterblichen lernt zu dienen, sollt ihr Erlösung erfahren. Siehst du, das Paradies liegt nur einen Schritt von uns entfernt. Wieso zögern wir noch? Wir müssen unsere alten Sünden von uns abstreifen, denn nur jene mit reinem Herzen werden Einlass in die neue Welt erhalten. Ich werde uns retten. Doch alles beginnt und endet mit dir. Du bist der Schlüssel, Mythos. Und ich werde dich ihm darbieten.
Ein neuer Beweis für meinen Glauben. Du hast dich selbst aufgegeben, nur um deinem Gott zu dienen? Sag mir, nennst du das Leben? Das, wonach du strebst, ist keine Erlösung. Das ist Verdammung. Zu leben bedeutet, frei zu sein. Ohne eine Wahl gibt es keine Existenz. Wenn du meinst, dann komm. Zeig uns die Stärke deines Willens. Die Stärke meines Willens wird nicht ein Ende sein, sondern die Schwäche deines. Hältst deinen Willen für stärker? Beweise es. Bevor dieser Tag endet, wirst du die Wahrheit erkennen. Gesegnet mit der Macht eines Gottes. Und doch kämpfst du noch immer wie ein Mensch. Ja. Zu langsam. Ja. Muss ich es dir zeigen? Du! Da, Torga! Na! Jetzt, Torgal! Ich bin es leid. Gott hat dich als seinen Leib erwählt. Und doch hältst du an deiner falschen Hoffnung fest. Aber es gibt keine. Scheiße! Schon im Bedrängnis?
Wir können beginnen! Ja! Du kennst den Weg zur Erlösung. Nun musst du ihm folgen. Befreie dich, Mythos. Sonst wirst du mich niemals besiegen. Abwarten. Deine Hybris wird dich noch teuer zu stehen kommen. Sie gehören dir! Schon verloren, als du dich von uns abgewandt hast. Als du dich von der Wahrheit abgewandt hast, Barnabas. Wir sind nicht so schwach, wie dein Gott es glaubt. Wartest du noch? Menschen wissen nichts von Stärke.
Doch du wirst Zeuge! Ja! Ich weiß genug! Hast du deine Schwäche selbst zur Waffe gemacht? Verzeihe mir. Du bist nicht so dumm, wie ich angenommen hatte. Und so endet es. Nein! Bist du etwa schon erschöpft, Mythos? Dein störrischer Trotz erregt mein lang erstarrtes Herz, füllt es mit einer Freude, die ich seit Ewigkeiten vermisse. Welch Genuss! Der verlockende Kuss zügellosen Vergnügens! Ein Traum, den ich verloren geglaubt hatte! Und nun, da dieses süße Gift rauschend durch meine Adern strömt, werde ich es bis zum letzten Tropfen genießen! Beweise deinen Wert, Mythos! Ich will an dir verbrennen! Die Stunde eurer Erlösung ist gekommen!
ergötzt euch am ewigen Frieden, der euren Seelen naht. Woher willst du wissen, dass diese Erlösung kommt? Wo ist der Beweis? Du bist der Beweis, Mythos. Deine Existenz allein ist Zeugnis des göttlichen Plans unseres Herrn. Nein. Deinen Gott diene ich niemals! Keine Spiele mehr! Mach dich gefasst! Zu langsam! Wie an dem Tag, als ich mir Ashra nahm.
So viel haben bereits nach meiner Krone getrachtet, Mythos. Doch keiner hat sie mir vom Haupt nehmen können. Komm! Hast du die Kraft? Hast du den Willen? Ich! Oh, dieser Rausch! Ich bin dein Mythos! Nun empfange deinen Preis! Die Wahrheit zeigt sich. Ich war es, der sich durchgesetzt hat. Mein Wille hat gesiegt. Dein Wille? Nein. Es war seiner. Clive Rossfield!
liegt doch Stärke im Willen. Hätte ich den meinen noch nicht aufgegeben? Du hast ihn nicht aufgegeben. Dein Wille hat deinen Wunsch nach einer neuen Welt geweckt. Du wolltest dich deinem Herrn beweisen. Ich... Er hat dir eine Illusion gezeigt. Und du wolltest, dass sie wahr ist. Die falsche Wahl. Es gibt nur die Welt, in der wir leben. Und diese Welt ist es wert, gerettet zu werden. Dafür töten wir auch einen Gott. Ihre Worte von dir, der dem Herrn so sehr nützlich war. Was willst du noch? Ich hätte fast vergessen. Ich versprach, dich für meinen Herrn präsentabel zu machen. Wir werden unseren Zweck erfüllen. Genauso wie seine Mutterkristalle den ihren erfüllt haben. Komm, Clive Rossfield! Nimm, was nur dir zusteht! Verschmelze mit Gott! Nein! Die Erlösung, sie ist hier. Ich komme zu dir, Mutter. Wie fühlt es sich an? Wo steckst du? Zeig dich mir! Wie fühlt es sich an, deinen Rivalen zu verschlingen, dich an seiner Macht zu laben? Mit jedem zaghaften Schritt näher, näher der Göttlichkeit. Mit oder ohne Willen, du bist nichts als ein Leib, unser Leib. Spürst du, wie er in Erwartung seines Schicksals zittert und bebt? Noch ist das nicht deiner! Du irrst. Komm, trotziges Kind. Wir erwarten dich auf dem Rücken des ersten Drachen, wo alles enden und neu beginnen wird.